Er ist ruhiger als Pat Parelli und raucht gerne Pfeife. Der neuseeländische Horseman Ian Benson, den wir während der Weeks of the Horseman auf der Ahöna besucht haben. Mit seiner Methode Humanship möchte er die gleichberechtigte Beziehung zwischen Pferd und Mensch verbessern und stärken. Und wie das genau funktioniert, sehen Sie jetzt. Dort, wo sich einst ein Gestüt befand und heute Pferdeäpfel den Weg weisen, geht es zum Pferdekommunikationszentrum Ahöna. Auf der mitten in der Rhön liegenden Anlage finden jedes Jahr die bekannten Weeks of the Horseman statt. Während dieser rund 4 Wochen andauernden Veranstaltung treffen sich verschiedene Pferdetrainer auf dem Gelände, um ihr Wissen in Kursen weiterzugeben. Einer von ihnen ist der Neuseeländer Ian Benson, der mit seiner Frau Anke schon zum 5. Mal auf der Ahöna dabei ist. Ian Benson möchte in seinen Kursen die Methode Humanship vorstellen und den Teilnehmern näher bringen. Doch was macht diese Methode aus? Humanship ist Horsemanship, aber mit den Augen eines Pferdes gesehen. Humanship zeigt, wie der Mensch dem Pferd helfen kann, mit ihm zusammenzuarbeiten und zusammenzukommen, damit wir Menschen bessere Leader und Partner zusammen mit unserem Pferd werden können. Und wie diese Methode genau in der Praxis aussieht, zeigt folgendes Geschehen auf dem Reitplatz. In der Übung Das Pferd spiegeln soll der Reiter das Verhalten seines Pferdes nachahmen und damit den Teil der Verantwortung abgeben, den er sonst für das Pferd übernimmt. Dem Pferd zuzuhören ist Ian Bensons Devise, wofür er auch selbst Hand anlegt. Das ist die Position der Hand, mit der ich meine partnerschaftliche Haltung beibehalten und das Pferd spiegeln kann. Und ganz egal, wo sich das Pferd nun hinbewegt, der Mensch ist es, der ihm folgt. Und das bis zum Boden. Denn auch wenn sich das ein oder andere Tier zu wälzen beginnt, nimmt deren Reiter die gleiche Position ein, um auf Augenhöhe zu bleiben. Laut Ian Benson ist die Übung dafür gut, einmal die Verantwortung an das Pferd abzugeben und zu sehen, wie es die Welt mit seinen Augen wahrnimmt. Eine besondere Art des Rollentauschs. In einer weiteren Übung geht es darum, dem Pferd zu zeigen, dass es seinem Reiter zuhören soll. Dafür fragt Ian Benson mit Hilfe seines zugewandten Körpers nach Kontakt. Sobald das Pferd die Anfrage annimmt, lässt er nach. Damit das nicht in ein einziges Ziehen und Zerren am Strick ausartet, arbeitet Ian Benson mit einem Ampelsystem, das er folgendermaßen erklärt. Wenn der Strick am Halfter durchhängt, ist das das Signal des grünen Lichts. Sobald ich aber möchte, dass mein Pferd etwas tut, kommt das gelbe Licht ins Spiel. Dieser gelbe Bereich ist die leichte Annahme des Fürseils oder des Zügels. Reagiert das Pferd aber erst, wenn das Seil spannt und ich einen direkten Kontakt zu ihm habe, ist das das Signal des roten Lichts. Hier darf ich nicht anfangen zu ziehen, sondern sollte versuchen, den Kontakt wieder zu verfeinern. Denn rot wird es immer nur, wenn das Pferd dem gelben Licht nicht folgt oder es ignoriert. Doch es soll lernen, auf die leichte Annahme des Stricks hin, also dem gelben Bereich, zu folgen. Dieses Ampelsystem wird im Anschluss auch in den Sattel übertragen. Und weil Ian Benson während seiner Arbeit großen Wert auf Entspannung legt, empfiehlt er seinen Teilnehmern, erst einmal wie ein Kartoffelsack auf dem Pferd zu sitzen. Das macht automatisch locker. It's the one time that you're allowed to do this. I'm not a traditional riding instructor, so you're allowed to sit in the Kartoffelsack position. Diese lockere Haltung auf dem Pferd ist auch in Notsituationen sehr hilfreich, wie der Horseman erklärt. Wenn wir unser Pferd bremsen möchten, weil es wegrennt und alles schief läuft, sollten wir ausatmen und die Kartoffelsackposition einnehmen. Schon allein, weil wir uns entspannen, wird es langsamer werden. Okay. So if our horse is moving and we want them to stop. Die eigene Angst zu überwinden spielt in der Humanship-Methode eine wichtige Rolle. Und auch das Reiten mit nur einem Zügel. An diesem Morgen haben wir mit unseren Pferden am Boden gearbeitet. Wie viele Zügel haben wir dafür verwendet? Nur einen. Also zeigt das, dass es möglich ist, unser Pferd mit nur einem Zügel zu kontrollieren, wenn wir es reiten. Ja, es ist möglich. Und dann haben wir eine Hand frei. Und was können wir mit dieser freien Hand machen? Wir können unsere Nägel kontrollieren, den Notruf anrufen, winken,
Wave. Ich aber bevorzuge es, mit einem Zügel zu reiten. Denn dann haben wir immer eine Hand frei, um uns am Sattel oder an der Mähne festzuhalten. Und so ist das Reiten mit nur einem Zügel eine sehr sichere Möglichkeit zu lernen, wie man ein Pferd kontrollieren kann. Es kann seine Power nicht gegen euch verwenden. Und indem ihr euch entspannt und in der Kartoffelsackposition sitzt, kann das Pferd auch entspannen. Auch ein mentaler Prozess, dass wir lernen, dass wir nur einen Zügel brauchen, um das Pferd zu kontrollieren. Zwei Züge sind für die feine Kommunikation. Um das zu verinnerlichen, hat Ian Benson eine weitere Übung mitgebracht. Das Punkt-zu-Punkt-Reiten mit einem Zügel. Okay, so you've got your left rein. Ihr nehmt euren linken Zügel und sucht euch einen Punkt. Sobald ihr diesen gefunden habt, reitet ihr gerade darauf zu. Wenn das Pferd versucht, nach rechts zu gehen, könnt ihr euren linken Zügel nutzen, um es zurück in die Mitte zu führen und weiter auf den Punkt zuzureiten. Okay? Understand? Gesagt, geübt. Konzentriert geht es auf gerader Strecke in Richtung des anvisierten Punktes. Wichtig ist, das Ziel genau anzupeilen. Okay, and just lift. Yeah. Und wenn das klappt, ist das Erfolgserlebnis für Pferd und Reiter umso größer. Ian Benson wird sicher auch im nächsten Jahr wieder auf der Ahöna sein und einen Kurs geben. Denn das ist ein ganz besonderer Ort. Ich kenne hier viele Leute und bin dieses Jahr schon zum 5. Mal vor Ort. Meine Verbindung zu diesem Platz wird immer größer und es ist toll, sich während der Weeks of the Horseman mit anderen Trainern auszutauschen, Ideen zu teilen und zu sehen, wie diese Ideen wachsen und umgesetzt werden. Wer also mal in die Humanship-Methode hineinschnuppern möchte, sollte einen Kurs vom Kiwi Cowboy besuchen. Ich hoffe, Ihnen haben die Filme gefallen. Wenn Sie jetzt noch Fragen an die Redaktion haben oder ein Abo abschließen möchten, wir sind gerne für Sie da. Im Anschluss blenden wir nochmal alle Telefonnummern und Adressen für Sie ein. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit mit Ihren Pferden.